Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich werde euch heute zeigen, was dieses kleine Teil in Kombination mit dieser Packhilfe noch kann. Okay, los geht's. Also, dieser kleine Winkel ist dafür da, um diese Packhilfe, was ihr ja kennt aus dem Video, wo man diese Schlauchtragekörbe mitfüllen kann, ist der Winkel dafür da, die in der Leiter festzumachen. Ne? Das heißt, hier ist genau die Trittstufe. Das Teil könnt ihr euch hier mal so mal angucken. Ne? So sieht das aus. Schrift nach vorne. Fertig, schon hängt das drin. So, was kann man jetzt machen? Klar, ihr kennt das. Man kann die Schläuche jetzt auch aufwickeln. Kurze Vorbereitung. Ui. 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 So. Also ganz normal. Man packt den Schlauch damit rein. So. Und fängt an zu wickeln. Das kann natürlich sein. Also das Gute ist, man macht es am Fahrzeug fest. Man braucht die Schläuche eh hinterher auf dem Fahrzeug. Ne? Man kann diese Packe hier so ein bisschen festhalten oder auch nicht. Braucht man eigentlich gar nicht. Und dann wickelt man los. So. Geht auch. Nur, dass man weiß, wofür man das noch einsetzen kann. Da gibt es halt so einen kleinen Zubehörwinkel und alles ist in Ordnung. Ne? Jetzt versuchen wir, den mal doppelt aufzuwickeln, dass man ihn auch wieder verlassen kann nach einer Übung. Da ist jemand, mach doch mal auf. Also wenn man jetzt einen Schlauch doppelt aufwickelt, ist wichtig, dass der kürzer ist, auch gleich nach innen kommt. Da kann ich jetzt nicht so rum aufwickeln, da muss ich jetzt drauf achten. Ne? Das heißt, also wenn ich jetzt genauso in der Hand aufwickeln würde, ne, das muss ich jetzt auch so rum beim Schlauchwickler machen. Egal, was hier für ein Pfeil drauf ist in dem Fall. Ne? Den Pfeil seht ihr ja. Ne? Okay, das heißt, ich nehme das Ende. Und ich weiß, das obere ist das kürzere, also muss das obere auch nach innen. So. Boah, und dann muss man vielleicht ein bisschen den oberen Schlauch ein bisschen. Auch Kupplung schleifen oder sowas, ne? Da wird ja mal gesagt, also ich sage selber auch in der Ausbildung, passt auf, dass die Kupplung nicht schleifen, aber ich habe noch keine Kupplung gesehen, die wirklich durchgeschliffen ist. Ne? Nur, dass ihr wisst, dass ihr mit diesem Winkel diese Packhilfe auch noch anders nutzen könnt. Okay? Super. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. So.